Chemnitzer Kalender 1996. Historische Gaststätten und Ausflugslokale. Baums Etablissement. 1822 schrieb C.G. Kretschmer in seinem Buch Chemnitz, wie es war und wie es ist: Die jetzt konzessionierten Gasthöfe in der Stadt und Vorstädten sind 11 an der Zahl. Mit dem einsetzenden Fabrikzeitalter entstanden 1797 der Gasthof zum Blauen Engel, 1805 das Hotel de Sachs am Rossmarkt und 1815 der römische Kaiser am Markt. An der Langgasse, die vom Nikolaitor durch die Stadt führte, befanden sich die Gasthäuser zum Ritter St. Georg, zu den drei Schwanen, zum Weißen Ross, zum Weißen Bock und zum Hirsch. In der Klostergasse, heute innere Klosterstraße, konnte man im Gasthof zum Schwarzen Bären einkehren. In den Vorstädten standen an der Dresdner Straße die Goldene Sonne und an der Leipziger Straße der Goldene Stern. Chemnitz zählte damals etwa 15.000 Einwohner. Damit konnte die Stadt schon auf eine stattliche Anzahl gastronomischer Einrichtungen verweisen, die bekanntlich auf den Fremdenverkehr wie ein Spiegelbild der Gastfreundschaft wirkten. Baums Gasthof an der Tschopauer Straße, die schon vor Jahrhunderten als Fernverkehrsstraße zwischen Magdeburg, Halle, Leipzig, Penig, Chemnitz, Tschopau, Marienberg, Reitzenhain, Komotow, Prag den Fernhandel belebte, bildete mit anderen Gasthäusern, wie zum Beispiel dem weiter draußen gelegenen Goldenen Hahn, eine Stätte der Einkehr, der Erholung und des Vergnügens. In dem dazugehörigen großen Ballsaal spielten noch nach dem Zweiten Weltkrieg stadtbekannte Kapellen zum Tanz auf. Nach 1945 trafen sich auch hier Vertreter von Parteien und gesellschaftlichen Organisationen zu politischen und kulturellen Veranstaltungen, bis er später als Kindergarten umgebaut wurde. Für die älteren Bürger von Chemnitz verbinden sich noch heute mit dieser Stätte viele Erinnerungen an ihre Jugendzeit. Im Moment ist das Objekt dem Verfall preisgegeben. Eine Ausnahme bildet der Teil an der Tschopauer Straße, wo sich das Haushaltwarengeschäft von Frau Elke Lohse befindet. Januar. Hotel Chemnitzer Hof. Chemnitzer Hof. Am 7. Oktober 1930 erfolgte die feierliche Eröffnung des Hotels Chemnitzer Hof. Für die Stadt war dies ein bedeutendes Ereignis. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg hatte man sich in dem sächsischen Manchester, welches in besonderer Weise mit dem Welthandel verbunden war, ein sogenanntes Industriehotel gewünscht. Die Industrie- und Handelskammer, die Stadtverordneten und die Vertreter der Industrie konnten 1925 mit der Planung beginnen. Professor Dr. Inch H.C. Heinrich Straumer, Sohn der Stadt Chemnitz, der hier schon zwischen 1922 und 1924 das Gebäude der Dresdner Bank an der Poststraße geschaffen hatte, erhielt den Auftrag. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Großkaufmann Hans Stickel, betonte bei der Eröffnung, dass man bestrebt sei, für die Handelsleute Unterkunft und Bequemlichkeit zu schaffen. Die Geschäftsleute aus aller Welt sollten sich in Chemnitz wieder heimisch fühlen. Da seit 1926 die Stadt durch den Flugplatz an der Stolberger Straße über internationale Flugverbindungen verfügte und im Jahre 1930 mit 360.000 Bürgern die höchste Einwohnerzahl erreichte, war es wichtig, in unmittelbarer Nähe zum Opernhaus, in Klammer 1909, König Albert Museum 1909, zur Petrikirche 1888, zu den Technischen Staatslehranstalten 1877, zum Schillerplatz und zum Hauptbahnhof dieses repräsentative Hotel zu errichten. Der Theaterplatz fand damit einen bauarchitektonischen Abschluss von der Neorenaissance bis zur Moderne. Das Hotel bot Unterkunft für über 200 Personen. Empfangshalle, Hotelhalle, Hotelrestaurant, Festsaal, Café, Bierkeller, Bar und andere Räume entsprachen den modernsten Ansprüchen. Das Hotel war 1930 das erste Haus der Stadt,
was es heute täglich neu beweisen muss. Februar, Marmorpalast. Marmorpalast. 1900 wurde die Vorortgemeinde Altendorf, deren Einwohnerzahl auf 4.545 Personen angewachsen war, Stand 1.12.1899, nach Chemnitz eingemeindet. In seinen Untersuchungen zur Geschichte der Gemeinde Altendorf weist Dieter Hecker 1986 nach, dass auf dem Grundstück des Gasthofes zum Deutschen Hof ein riesiger Tanz- und Konzertsaal mit Gaststätte erbaut wurde, der den Namen Marmorpalast bekam. Diesen Namen erhielt er wohl durch seine prunkvolle Innenarchitektur, prächtige Säulen und viele schmückende Elemente im Stile der Gründerzeit. In den 20er Jahren zählte der Marmorpalast zu den beliebtesten Lokalitäten der Stadt. Hier fanden aber auch viele politische Großveranstaltungen statt. Einige Chemnitzer erinnern sich wohl, wie es hier am 17.11.1925 beim Auftritt Josef Goebbels zu einer gewaltigen Saalschlacht mit einem Todesopfer, in Klammer Arbeiter Hans Schneider, kam. Da alle Spielstätten des Theaters im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, nutzte man ab Herbst 1945 den Saal mit seinen 1100 Plätzen als Theater. 1952 erfolgte die Umbenennung in Operettenhaus. Damit war der Name Marmorpalast erloschen. Nach 1958 wurde das Operettenhaus wegen baulicher Mängel geschlossen und diente seitdem nur noch als Probebühne und Möbelmagazin des städtischen Theaters. Die eigentliche Gaststätte hat noch bis Ende der 70er Jahre ihre Pforten für die Gäste geöffnet. In den letzten Jahren als tschechisches Nationalitätenrestaurant Slavia. März. Flughafengebäude und Restaurant Icarus. Flughafengebäude und Restaurant Icarus. Im Jahre 1924 erwarb der 1895 gegründete Chemnitzer Verein für Luftfahrt und Flugwesen das Gelände an der Stolberger Straße zur Pacht für den Flugbetrieb. Ursprünglich geplante Flugplatzanlagen in Ebersdorf und an der Zschopauer Straße waren damit verworfen. Am 2. Mai 1926 wurde in einer feierlichen Form der Chemnitzer Flughafen eröffnet, nachdem in nur kurzer Bauzeit das Flughafengebäude durch die Chemnitzer Architekten Kurt Müller und Georg Schwab entworfen und gebaut worden waren. Der planmäßige Flugverkehr war mit den Städten Nürnberg, Bremen und Dresden eingerichtet. 1927 übernahm der Flughafen Chemnitz mit täglich 7 Starts und Landungen kurzzeitig die Spitze in Sachsen. Gleichzeitig mit dem Flughafengebäude nahm das Restaurant Icarus den Betrieb auf. Der erste Pächter, Ernst Böhm, war gleichzeitig Besitzer vom Marmorpalast. Auf einer stufenförmigen Freiterrasse konnten die Gäste den Flugbetrieb beobachten und sich dabei genüsslich an Kaffee und Kuchen laben oder ihr Bier trinken. Bereits 1928 erfolgte als Vergrößerung der Anbau eines Saales an die Restauration. Während des Zweiten Weltkrieges wurden eine Fliegerschule für Kleinflugzeuge und eine Fliegerwerft im Gebäude untergebracht. Ab 1958 fanden wieder Rundflüge mit dem Doppeldecker AN2 über Chemnitz und Linienflüge nach Berlin, Dresden, Erfurt und an die Ostsee statt. Von 1963 bis 1974 verwendete die GST den Flugplatz für die Sektionen Segelflug, Motorflug und Fallschirmsport. Da der Flugplatz zu DDR-Zeiten mit Einstellung der Linienflüge keine volkswirtschaftliche Perspektive hatte, wurde ab 1975 das Gelände mit Wohnhäusern für das Neubaugebiet Fritz Heckert bebaut. 1987 eröffnete die Gaststätte Icarus als Club der Bauarbeiter. Nach gründlicher Renovierung konnte das Restaurant Icarus am 2. Dezember 1990 wieder in Betrieb gehen. Der Saal wird gegenwärtig von einer Elektrofirma, ein anderes Nebengebäude als eine Außenstelle der Dresdner Bank, genutzt.
Heute erinnern der Name und das Gebäude inmitten der Großplattenbauten an die großen Zeiten des Chemnitzer Luftverkehrs. April, Volkshaus. Volkshaus. Mit dem schnellen zahlenmäßigen Wachstum der arbeitenden Bevölkerung erhielt auch die organisierte Arbeiterbewegung einen regen Zuspruch. Im Chemnitzer Bezirk stieg die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder von 3422 im Jahre 1896 auf 40.088 Mitglieder im Jahre 1911. Eine ähnliche Entwicklung nahm die SPD. Ihre Mitgliederzahl stieg von 1346 im Jahre 1903 auf 14.320 im Jahre 1912. In dieser Zeit wurde es den Organisationen der Arbeiter immer schwerer, geeignete und große Lokale für ihre Versammlungen zu finden. In einigen Vororten hofften wohl die Gastwirte auf den Besuch und damit auf, wenn auch kleineren, aber immerhin einträglichen Umsatz. Ihre Lokale stellten sie aber für politische Versammlungen nicht zur Verfügung. Die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterbewegung schuf sich ihr eigenes Haus. Im Jahre 1902 gründete sie den Verein Volkshaus, der am 1. April 1904 das Kolosseum im Kappel erwarb. Ein Erweiterungsbau, der 1909 fertiggestellt war, ermöglichte es den Arbeitern, von ihrem Volkshaus Besitz zu ergreifen. In diesem Gebäude fanden 12 Gewerkschaftsbüros ihr Heim. Die Gasträume wurden wesentlich erweitert. Der Konzertgarten bot für über 2000 Personen Platz. Hier fanden Sommerfeste, massensingende Arbeiterchöre und viele Volksfeste statt. Auch die Delegierten zum Chemnitzer SPD-Parteitag 1912 versammelten sich im Volkshaus. In diesem Haus sprachen Hermann Duncker, Heinrich Bandler, Fritz Heckert und viele andere Arbeiterführer zu Vorträgen und Versammlungen. Am 3. April 1932 eröffnete Ernst Thälmann vor tausenden Chemnitzer Arbeitern den zweiten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl. Die Faschisten raubten die Vermögenswerte des Volkes und brachten das Haus zur Zwangsversteigerung. 1945 wurde es zurückgegeben. Heute wird das ehemalige Volkshaus als ein Zentrum für kulturelle Initiativen und vom Schulland als Verwaltung genutzt. Mai, Gasthof Reichenbrand. Bereits 1653 wurde ein Schenkgut des Lehnrichters zu Reichenbrand als Teil des Rittergutes in Kirchnähe erwähnt. Im Jahre 1822 erneuerte man den alten Gasthof gegenüber der Kirche und schließlich 1889 wurde er als Wendlers Gasthof völlig neu errichtet. Der Gastwirt Oswald Wendler vergrößerte das Objekt durch den Bau eines großen Tanzsaales mit Bühne und einem großzügigen Biergarten. In der alten Gaststube fand eine Konditorei ihren Platz. Die neue Gaststube zeichnete sich durch ihre wertvolle Malerei aus. Mit der 1898 in Betrieb genommenen Straßenbahnführung bis zur Kirche Reichenbrand hatte auch der Gasthof seine Stadtnähe erreicht. Um die Jahrhundertwende wurden der Gasthof Reichenbrand und die Konditorei und Café Hermann Zopf ein beliebtes Ausflugsziel vieler Bürger aus Sigmar, Schönau und Chemnitz. Mittlerweile hat der Tanzsaal seine gläserne Kuppel bekommen und strahlte eine besondere Atmosphäre aus. Über Jahrzehnte hinweg gehörte der Gasthof Reichenbrand wie die Pelzmühle zu den bekannten Ausflugsobjekten der Stadt. 1952 wurde die Einrichtung als Gaststätte geschlossen und vom Wismut Kulturensemble als Übungsstätte genutzt. 1962-63 bekam der Gasthof als Trainingszentrum und Internat des Sportclub Karl-Marx-Stadt, Sektionen Gewichtheben, Boxen, Radsport, seine neue Bestimmung, die er als Sportstätte bis in die Gegenwart behalten hat. Mit der 1992 erfolgten Gründung des Chemnitzer Athletenclubs wurde der Gasthof Wettkampfstätte für die Bundesligakämpfe der Gewichtheber. In den Jahren 1995-96 sind Sanierung und Umbau des Gasthofes in eine moderne Trainingsstätte und als Haus des Gastes und des Sports vorgesehen. Juni,
Gasthof Goldener Löwe in Rabenstein. Gasthof Goldener Löwe in Rabenstein. Bereits im Jahre 1445 ist ein Gasthaus mit dem Namen Gessner Schenke an der Stelle des heutigen Goldenen Löwen erwähnt. 1878 erwarb Ernst Ferdinand Dietrich, genannt der Löwe, den Gasthof und vollzog in den folgenden Jahren erhebliche bauliche Veränderungen. So wurde bereits 1882 die alte Gessner Schenke bis auf die Umfassungsmauern abgerissen und als Dietrichs Gasthof neu aufgebaut. 3 Jahre später erfolgte der Anbau einer großen Veranda zum Garten, die Errichtung einer Kutscherstube und die Erweiterung der Gastwirtswohnung. In der Folgezeit nannte sich der Gasthof zum Goldenen Löwen, was wahrscheinlich auf den Spitznamen des Wirts zurückzuführen war. Den Zwangsverkauf der Gastwirtschaft um 1900 folgten verschiedene kurzzeitige Besitzerwechsel, bis 1905 der Grünauer Gastwirt Emil Müller neuer Eigentümer wurde. Bis 1928 nahm er verschiedene Umbauten vor. Danach kaufte der Verein Volkshaus die Lokalität, errichtete eine Kegelbahn und baute einige Fremdenzimmer aus. Nach der im Jahre 1935 politisch bedingten Zwangsenteignung des Vereins ist die Gastwirtin Heidenreich als Betreiberin überliefert. Ab 1952 befand sich der Gasthof in städtischer Verwaltung und wurde von 1958 bis 1990 als HO-Gaststätte Goldener Löwe geführt. Er war ein beliebtes Ausflugsziel und eine gern besuchte Tanzlokalität. Seit 1990 ist er wieder in privat-pächterischer Bewirtschaftung. Juli, Ratskeller im neuen Rathaus. Ratskeller im neuen Rathaus. Zu einer der traditionsreichsten Gaststätten in Chemnitz zählt der Ratskeller. Mit der Einweihung des neuen Rathauses 1911 wurde auch die Sitte der Ratskellerwirtschaft wiederbelebt. Die Ratsherren der damaligen Zeit sowie der Architekt des Rathauses, der königliche Baurat, Stadtbaurat Richard Möbius, 1859 bis 1945, legten großen Wert darauf, dass ihr steinernes Zeugnis einer großen Zeit unserer Stadt auch einen attraktiven Punkt der Geselligkeit hatte. Der Ratskeller war von jeher in 3 Teile gegliedert. An der Marktseite befanden sich die Marktstuben mit 150 bis 200 Plätzen. Demgegenüber befindet sich der Weinkeller und etwas entlegen das Ratsstübchen. Während die Marktstuben mit Nischen und Verwinkelung ein gemütliches Flair ausstrahlen, waren und sind sie von ihrer Ausstattung gegenüber dem Weinkeller eher bescheiden. Der Weinkeller, heute auch als Ratsgewölbe bezeichnet, war von jeher mit einer prunkvollen Bemalung und Marmorsäulen versehen. Bei der Rekonstruktion 1991-92 bemühte man sich erfolgreich, den Zustand von 1911 wiederherzustellen. Den ganz individuellen Bereich des Ratskellers bildet das Ratsstübchen. Es ist durch eine separate Tür mit dem Ratsgewölbe verbunden. Gleichzeitig existiert eine Wendeltreppe, die direkt in den Stadtverordnetensaal führt. Die Architekten des Ratskellers, Willi Meyer und Professor Josef Gollers, lieferten hier ein Meisterstück der Raumkunst. Die künstlerischen Hauptteile des Stübchens bilden ein Wandgemälde Gollers, welches in gold-braun-roten Farben des griechischen Herbstes Szenen aus einem antiken Bacchusfest darstellt. Auf der Abbildung ist das reich verzierte Ratsgewölbe zu sehen. Seit der Wiedereröffnung im Dezember 1991 wird der Ratskeller von Jens Boring geführt. Sein Großvater schrieb schon Chemnitzer Gastronomiegeschichte. Er leitete vor dem Zweiten Weltkrieg das legendäre kaufmännische Vereinshaus. August, Carola Hotel. Das heutige Carola Hotel ließ der Begründer des Chemnitzer Werkzeugmaschinenbaus, Johann von Zimmermann, 1820 bis 1901, in den Jahren 1865-1866 im neugotischen Stil als Wohnhaus errichten. In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof bildete dieses repräsentative Haus für die ankommenden Gäste eine architektonische Sehenswürdigkeit. Noch heute lesen die vorübergehenden Personen die nachdenkliche Inschrift
Wer will bauen an den Straßen, muss die Leute reden lassen. Als Johann von Zimmermann nach seinem arbeitsreichen Leben nach Berlin übersiedelte, verkaufte er das Haus. Der neue Besitzer Julius Wolf ließ es 1884/85 zu einem erstklassigen Hotel umbauen und einrichten. Am 18. März 1885 wurde diese Perle gotischer Baukunst, wie man das Haus bezeichnete, als Carola-Hotel eröffnet. Zur Einrichtung des stilvollen Hauses gehörten alle technischen Erfindungen jener Zeit. Das Hotel war deshalb mit Telefon, elektrischem Licht, Dampfheizung und Bädern ausgestattet. Für den Aufenthalt der Gäste schuf das neue Hotel eine fast fürstliche Atmosphäre. Der Wandschmuck mit noch reliefartig ausgeführten Brustbildern von Männern der Wissenschaft, welche der Menschheit die Wege zur Kultur geebnet haben, war besinnlich und in Hotels sonst nicht zu finden. Nur das 1888 erbaute Casino-Gebäude an der Theaterstraße, das Hotel Stadt Gotha am Johannesplatz und der römische Kaiser am Markt konnten sich in Chemnitz so eines guten Rufes erfreuen. Nach 1945 gehörte das Haus zeitweilig zu den Gebäuden, in denen die sowjetische Kommandantur an der Bahnhofstraße untergebracht war. Später residierte darin die Verwaltung der Hotel- und Gaststättendirektion. Gegenwärtig wird das Haus von Grund auf saniert. September. Reiches neue Welt. Reiches neue Welt. Unweit vom Zusammenfluss der Wirschnitz und Zwönitz, nahe der Ortsgrenze von Alt-Chemnitz und Hartau, befand sich an der Annaberger Straße viele Jahrzehnte das von allen Volksschichten beliebte Ausflugsrestaurant Reiches neue Welt. Noch heute bilden die Landstraßen neben den Wasserläufen nach Erfenschlag und Einsiedel im Zwönitztal und nach Hartau-Klaffenbach im Wirschnitztal sowie zum Pfarrhübel mit der Endstation der Straßenbahnlinie 6 einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Süden von Chemnitz. In Alt-Chemnitz hatte man im Zwönitztal 1875 das erste Wasserwerk der Stadt mit schönen parkähnlichen Anlagen errichtet. Wer mit der Straßenbahn bis zur Endstelle nach Alt-Chemnitz zu Reiches neue Welt fuhr, hatte verschiedene Möglichkeiten, sich auf Wanderungen, zum Beispiel durch die Parkanlagen des Wasserwerks oder auf dem Weg über den Pfarrhügel, sich die Schönheiten der Täler und Berge südlich von Chemnitz zu erschließen. Wegen ihrer günstigen geografischen Lage zählten Alt-Chemnitz und Hartau um 1900 zu den größten Industrieansiedlungen vor der Stadt. Hier arbeitete und wohnte ein großer Teil der Arbeiter und Angestellten. Auch sie trafen sich als Stammgäste in der neuen Welt. Zu den prominentesten Gästen gehörte Rosa Luxemburg, die auf einer ihrer Vortragsreisen in Chemnitz und Umgebung vor dem Ersten Weltkrieg bei Reiches neue Welt als übernachtender Gast eingetragen war. Den höchsten Gast bekam die Gaststätte am 3. August 1905. Ich korrigiere, 3. März 1905, als König Friedrich August III. Hier einkehrte. An diesem Vormittag hatte der Landesvater Chemnitzer Betriebe wie J.E. Reinecker, Max Kohl AG, Firma Dürfeld und die Aktienspinnerei an der Schulstraße besichtigt. Auf dem Weg zur Talsperre nach Einsiedel hielt er bei Reiches neue Welt kurze Rast, wo ihm, wie das Chemnitzer Tagblatt berichtete, ein Ehrentrunk böhmisch Bier aus dem Einsiedler Brauhause durch Herrn Reichel gereicht wurde. Oktober, Waldschenke im Zeissigwald. Die Waldschenke im Zeissigwald. Bereits im Jahre 1794 errichtete der Chemnitzer Ratsherr Treffurt im Zeissigwald am Goldborn auf seine Kosten eine künstliche Brunnenanlage, an der ein Herd, steinerne Tische und Stühle die Spaziergänger zum Verweilen einladen sollten. Im 19. Jahrhundert wurde der Zeissigwald immer mehr ein Ort der Erholung und Entspannung. So baute der Erzgebirgsverein 1887 auf dem Beutenberg einen Aussichtsturm, der nun eine rasante Zunahme der Wander- und Spaziergängerbewegung bewirkte. Die Gestaltung des Zeissigwaldes zum Waldpark durch das Anlegen von Wegen und der Bau von Schutzhütten führten zur zwingenden Notwendigkeit der Errichtung von Einkehr- und Erholungsstätten. Neben der Gaststätte auf dem Beutenberg,
1945 zerstört und der Heideschenke ist die Zeisigwald-Gaststätte wohl die prägnanteste. Mit der Chemnitzer Aktienlagerbierbrauerei fand sich 1899 ein Investor, der die Waldschenke in der Nähe des Goldbrunns errichtete. Die große Rodelbahn im Winter und das 1909 eröffnete Luftbad, Zeisigwaldbad, im Sommer lockten in der Folgezeit tausende Chemnitzer in das erholsame Grün des Zeisigwaldes und damit auch zur Schenke. Am Anfang unseres Jahrhunderts gelangte man über die mit Gaslaternen beleuchtete Forststraße mit Pferdedroschken, Automobilen oder zu Fuß dorthin. Über die Planitzstraße und die Frankenberger Straße war der Zeisigwald auch gut mit der Straßenbahn zu erreichen. Das Anlegen künstlicher Grotten in unmittelbarer Umgebung der Gastwirtschaft erhöhte deren Attraktivität. 1911 kaufte die Stadt die Schenke samt Territorium auf und benannte die Gaststätte in Zeisigwaldschenke um. 1926 erhielt das Haus den Namen Waldschenke, welcher sich aber nicht durchsetzte. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Gaststätte für die ausflugsfündigen Chemnitzer noch mehrmals umgebaut und erweitert, bis sie in den 80er Jahren geschlossen wurde. Heute wird leider nur noch der Biergarten genutzt. November. Hotel Sächsischer Hof, Weißenstraße. Hotel Sächsischer Hof, Weißenstraße. Als Gasthof entstand der Sächsische Hof Anfang des 19. Jahrhunderts. Er hatte seine ursprüngliche Funktion als Ausspannung und Gasthof in der Vorstadt. Mit der zunehmenden Industrialisierung und Geschäftstätigkeit in Chemnitz nahm die Bedeutung der Gastwirtschaft als solide und zuverlässige Hoteleinrichtung zu. 1904 erfolgte ein völliger Umbau der alten Restauration durch den Inhaber Arthur Dietze. Berichten zufolge soll der Sozialdemokrat August Bebel im Sächsischen Hof bei seinen Chemnitzer Besuchen genächtigt haben. 1907 wurden Teile des Hotels als Gemeindesaal für 250 Chemnitzer Mormonen genutzt. Bereits 1926 verfügte das Hotel über 43 Fremdenzimmer und über ein anerkanntes, feinbürgerliches Restaurant mit eigener Küche. Ebenfalls waren 10 verschiedene Autogaragen seinerzeit ein besonderes Aushängeschild. Mit den verschiedenen Nebenräumen für Ausstellungszwecke, Konferenzen und Vereinsveranstaltungen hatte das Hotel ein gutes Angebot. Beim vernichtenden Bombenangriff am 5. März 1945 auf Chemnitz wurde das Hotel Sächsischer Hof in der Weißenstraße 11 vollkommen zerstört. An dem neuen Standort Brühl 26 wird die Tradition des Hotels und Restaurants Sächsischer Hof, Neueröffnung Ostern 1991, durch die Familie Hase fortgesetzt. Dezember, Waldgaststätte Adelsbergturm. Waldgaststätte Adelsbergturm. Auf dem 508 Meter hohen Adelsberg in unmittelbarer Stadtnähe wurde im Jahr 1886 ein steinerner Aussichtsturm, in Klammer 20 Meter Höhe, durch den Grundbesitzer Hermann Theodor Hase aus Klein-Olbersdorf errichtet. Zu dem ursprünglich angrenzenden Gebäudekomplex mit kleiner Gaststätte gehörte auch eine Kegelbahn. Da sich diese Ausflugslokalität großer Beliebtheit erfreute, erfolgte bereits 1905 die Vergrößerung der Gaststube und der Anbau einer Küche. 4 Jahre später ging ein großer Saal mit rustikalen Holzbalkendecken und forstlichen Wandmotiven in Betrieb. Jeher galt der Adelsbergturm als Ausflugs- und Wanderziel der Chemnitzer, aber auch als Ausgangspunkt für reizvolle Wanderungen ins Sternmühlental. Von ihr aus hat man eine sehr gute Aussicht zur Augustusburg, zum Erzgebirge und über Chemnitz. Nach ständig zunehmendem Verfall in den 60er Jahren wurde das Objekt durch die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik gekauft und als Betreiberferienheim umgebaut. Dabei erfolgte die Sanierung der Gaststätte bei gleichzeitiger Erneuerung des Turms, allerdings ohne Aussichtsfläche. Die Gaststätte war immer für jedermann als öffentliche Einrichtung betretbar. Seit 1990 ist diese Einrichtung wieder im Privatbesitz. So, jetzt folgt noch das Impressum. Das war der Chemnitzer Kalender 1996, 6. Jahrgang.
Herausgeber Verlag Heimatland Sachsen GmbH Chemnitz, Elisenstraße 33 in 09111 Chemnitz. Satz Creative Advertising GmbH Chemnitz, Druck Druckerei zur Altenburg GmbH Altenburg. Abbildungen: Sammlung Jürgen Eichhorn, Texte Jürgen Eichhorn, März, Mai, Juni, Oktober, November, Dezember. Texte, Titelblatt, Januar, Februar, April, August, September, Dr. S.C. Gerd Richter, Juli, Jörn Richter, Verlag, Heimatland, Sachsen, Chemnitz.